Hallo Leute und willkommen im Krieg. Die fighten ja draußen immer noch. Nein, natürlich bei Fallout 4, ne? Ach ja, den Felsen ist für den Stehen. Schade aber auch. Der hat auch so ein Ding mit dabei. Ich habe 2600 Schuss mit. Jetzt mittlerweile. Scheiße. Ich gehe noch ein bisschen rum und sammel die. Sammel die ganzen Dings hier ein. Die von den Leichen, Munition und so. Ich will noch von Railroads so eine Affe haben. Genau so eine. Ja, tötet ihn mal. Komm. Hier, der ist fast down. Los, schießt weiter auf den drauf. Hier, da. Nicht wegfliegen. Ja, hallo. Da. Ja, ja. Nicht auf die. Das ist der Richtige. Ihr habt ihn nur einmal getroffen, ihr Lappen. Verliert überhaupt Leben? Das ist mir gerade die Frage. Ach, scheiß drauf. Ich muss wahrscheinlich irgendwann eh nochmal gegen die kämpfen. Aua. Oh, lol. Er hat zerrissen. Alter, aber was hier auf einmal für ein Krieg ist, ey. Auf einmal vollkommene Eskalation. Doppelschuss Impro-Revolver. Oh mein Gott, ey. Ich hab jetzt auch so eine tolle Minigun. Könnt ihr noch eine. Noch eine. Na? Rüstung nicht nehmen. Power-Rüstung, genau. So, jo. Wo soll ich hin? Zu fallern, ne? Ja. Was? In den Ruinen des CIT? Achso. Zwar jetzt den Auftrag für das Institut gemacht, aber an sich haben wir uns ja immer noch nicht entschieden. So wirklich. Hab's alle. Jetzt nach oben. Da bin ich ja mal gespannt, was der so zu sagen hat. Unser Kleiner. Das ist immer noch unser Sohn. Muss man ja mal bedenken. Ha ha!
Benzinkanister brauche ich nicht. Institute of Technology. Ja. Da bin ich. Hi. Mein Sohn. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem Sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Hä? Warum bist du dann hier? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit wurde gerettet. Das Institut mich gerettet. Naja. Eigentlich uns beide. Sie haben auch mich am Leben erhalten. Das haben sie, ja. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Warum lasst ihr mich jetzt raus, nach dieser langen Zeit? Das ist... schwer zu erklären. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Tja, hier bin ich. War es das wert? Ich glaube schon. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Es gab immer Risiken. Das war es wert. Schön, dass du es so siehst. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Yay. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es ist Zeit, wieder reinzugehen. 620 Erfahrungen und ist nochmal 372. Nur dafür, dass ich da reingegangen bin, die angelabert habe, einen Haufen Loot bekommen habe und wieder rausgehen konnte, ohne irgendwas gemacht zu haben. Ja, geil, ne? Ja, so, gucken wir mal. Level 41.
Oh, okay. Level 39. Robotik-Experte, Nuklearphysiker, Nerdwurst. Ah, hier, Schmied, hier ist es doch. Genau das wollte ich machen. Gut. Dann jetzt aber ins Institut. Zur Besprechung. Der ist ja doch über mir. Reichen Sie für eine Wartung bitte eine Meldung wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Dann können wir uns unterhalten. Soll es eine Gentaste geben? Immer dieses angetäuschte Rennen. Das ist. Nee. Bringen wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Ja, es ist. Ja. Dann können wir uns unterhalten. Setz mich jetzt hier hin, halt die Klappe. Ja, es ist wichtig. Alle sind da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat der denn hier zu suchen? Darauf hey. Gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Findest du wirklich, dass wir das jetzt besprechen sollten? Bei, nun ja, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Die Schnauze. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da bin ich erleichtert. Es ist als eine Art Geheimprojekt gedacht, was wohl bedeutet, dass alle schon Bescheid wissen. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie, die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen.
Welche Art von Kompromissen? Mitunter mussten wir unsere Energie aus Anlagen an der Oberfläche beziehen. Das ist riskant für Personal und Ausrüstung. Das ändert sich jetzt. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Kannst du mir mehr über den Reaktor erzählen? Aber sicher. Er wurde vor dem Krieg für das Commonwealth Institute of Technology gebaut. Allerdings nur zu Testzwecken. Im Laufe der Jahre haben wir die Technologie erweitert und viele große Fortschritte erzielt. Jetzt sind wir fast bereit, ihn zu aktivieren. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit. Aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3 und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir doch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Was? Bitte, was? Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Du stirbst? Leider. Eine sehr aggressive Krebsart. Glaub mir, dass wir alles getan haben, was wir können. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Oh Mann, das ist doch Jawohl. Nicht dein Ernst. Wirklich? Eine schlechte Entscheidung. Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns. Nicht mal ein Wissenschaftler. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit genau. ist die Besprechung beendet. Danke. Die neueste Zins-Generation ist erstaunlich. Die Leute in der Robotik vollbringen Wunder. Unsere Technologie muss nach deinen Standards sehr fortschrittlich wirken. Ja. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Ich kann das schaffen. Natürlich kannst du das. Daher auch meine Entscheidung. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß... Du wirst das Richtige tun. Ja, 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 geht's aber auch jetzt zur Sache. Sprich mit Ellie Fillmore. Machen wir. Nicht da unten. Hinterher! Ellie! Viel los heute, oder? Ja. Es kommt noch mehr. Du wirst diese Operation anführen, wurde mir gesagt. Ich brauche mehr Infos. Ich weiß ja überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Natürlich. Darum reden wir ja. Sonst wärst du doch schon längst wieder oben. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinandergebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen.
Du gehst zum Gebäude von Mass Fusion und besorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. Okay. Ist so gut wie erledigt. Erledigt ist es erst, wenn ich das Ding in den Händen halte. Ich begleite dich. Was? Ist das wirklich nötig? Ich bin sicher, ich kann das auch allein. Ja, das ist es. Dieses Gerät ist nicht nur empfindlich, sondern auch alt. Ich kümmere mich darum. Du sorgst nur dafür, dass ich wieder heil zurückkomme. Klingt gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, heil zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich ausüben, aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Marisch. Oder informiert die Bruderschaft. Nee, Bruderschaft ist blöd. Dann werde ich doch mal mir eine Power-Rüstung jetzt holen, weil wenn die Bruderschaft da ist, wäre es, glaube ich, besser, mit einer Power-Rüstung da rumzurennen. Und wenn es auch ihre eigene Power-Rüstung ist. Irgendwie regnet es fast immer, wenn ich hier bin. Welche Rüstung nehme? Ach komm, wir nehmen die neueste. Zack, zack. Junge, Junge, das ist eine Menge Metall. Ja. Was haben wir denn jetzt mit? Wir haben das Ding mit. Haben wir die Minigun dabei? Ja, haben wir. Nehmen wir noch. Den Raketenwerfer mit? Nee. Das reicht. So. Hä? Mass Fusion. Hatten wir das Ziel hier angezeigt? Das ist die Bruderschaft informieren. Hey, ich hab nur zwei. Hä? Das wäre jetzt die Bruderschaft informieren. Warte mal. Ich reiß nochmal kurz ins Institut rein. Kann es sein, dass es rumbackt?
so ein bisschen. Weil, ja, hier oben will ich ja jetzt eigentlich nicht so unbedingt sein. Und mir wird das... Ah, nee. Ach so, deswegen. Ja, scheiß drauf. Ja, jetzt habe ich natürlich ein paar Aufträge fehlgeschlagen. Ist egal. Oh, jetzt muss ich mich mit der stehenden Bruderschaft rumschlagen. Geil. Na, bin ich schon mal gespannt. Ja, du hattest recht. Die Bruderschaft ist tatsächlich hier. Wir müssen uns wohl durchkämpfen. Wusst schon. Ja, dann, die Minigun in die Hand. What the fuck? Das Ding sieht schon fett aus. Okay. Aber bevor ich das jetzt anfange, beende ich den Part hier und jetzt an dieser Stelle. Jo. Und wir hören uns im nächsten. Ciao, sehen.